Stadion hier. Hier gewinnt nur eine Mannschaft. Und er gewinnt hier! Da mussten sie schon ganz eng zusammenrücken beim KSC. Kiakow, Krieg und Bender nicht dabei, die Schützen von insgesamt 30 der 51 Karlsruher Saisontreffer. Und so sollte es sein Abend werden. Ebert Karl, einziger echter Stürmer bei den Badenern mit genau einem Saisontor auf seinem Schützenkonto. Genau 90 Minuten später, Ebert Karl in der Kabine, einsam und allein, ein stiller Genießer mit den Gedanken bei einem für ihn unglaublichen Spiel. Das 1:0 gegen die Bayern, cool, lässig, gewartet, geschlänzt. Die KSC-Führung in der 24. Minute, sein zweiter Saisontreffer. 10 Minuten später, Ebert Karl auf dem Weg zum 2:0. Der Tabellenführer wurde vorgeführt. Und Wolfgang Rolf setzte kurz vor der Pause sogar noch einen drauf. 3:0, der KSC auf UEFA-Cup-Kurs, bayerische Versteinerung. Nach dem Wechsel kam es für Erich Ribbeck noch dicker, das 4:0 durch Rainer Schütterle. Danach war der KSC nachlässig, unachtsam und die Bayern kamen zu ihren Treffern. Der eingewechselte Marcinho zum 1:4 und kurz vor dem Schlusspfiff Ziege mit dem 2:4 Endstand. Danach hatte auch der stille Genießer Gesellschaft. Zwei Tore geschossen und der Sohn hat Geburtstag. Das Leben kann herrlich sein, oder? Ich hab's ja die Woche schon gemeint. Wie Weihnachten und Neujahr auf einen Tag fallen würden, gell? Und ich freue mich umso sehr heute über den Sieg allgemein, das 4:2. Das war ja hervorragend, ein Riesenspiel von uns. Zweite Halbzeit haben wir leicht abgebaut, aber das soll das eigentlich nicht verschönern.